Was sollte ich bei einer Knieuntersuchung erwarten? Eine Knieuntersuchung ist eine medizinische Technik, mit der der Gesundheitszustand des Kniegelenks und aller seiner Stützstrukturen bestimmt wird. Das Knie befestigt den Unterschenkel an dem Oberschenkel und ermöglicht den beiden, gemeinsam zu arbeiten. Bei der Untersuchung des Knies müssen die Knochen des Unterschenkels und des Oberschenkels zusammen mit der Kniescheibe bewertet werden. Die Stützbänder, die das Knie zusammenhalten, sind ebenfalls ein wichtiger Bestandteil einer Knieuntersuchung. Das Knie befestigt den Femur- oder Oberschenkelknochen an der Tibia, dem größeren Schienbein. Der Oberschenkelknochen verbindet sich auch mit der Kniescheibe oder Kniescheibe. Durch sie laufen Strukturen, die als Bänder bezeichnet werden. Bänder sind harte Schnüre, die die Knochen zusammenhalten. Die Knie auch Schleimbeutel oder mit Flüssigkeit gefüllte Beutel, die die Reibung im Kniegelenk reduzieren sollen, und meniskus- oder faserige Polster werden auch verwendet, um die Reibung insbesondere zwischen den Knochen des Ober- und Unterschenkels zu verringern. Probleme mit dem Knie können bei Verletzungen oder strukturellen Veränderungen auftreten, die durch Arthritis oder degenerative Erkrankungen verursacht werden. Funktionale Fähigkeiten wie die Belastbarkeit des Beines und Gehunterschiede sind Standardkomponenten einer Knieuntersuchung. Weitere Faktoren, die bei der Beurteilung des Knies berücksichtigt werden, sind Schmerzen, Entzündungen oder Schwellungen sowie strukturelle Anomalien. Zu den strukturellen Auffälligkeiten zählen Varus und Valgus sowie Abweichungen. Eine Varusunregelmäßigkeit ist, wenn das Knie gebeugt aussieht. Dies tritt auf, wenn die Schienbeinknochen, die dem Knie am nächsten sind, gekrümmt sind und der Knöchel nach innen gekrümmt ist. Eine Vagusverzerrung beugt den Kniegelenkbein am nächsten nach innen und den Knöchelabschnitt nach außen, so dass ein Nockenknie entsteht. Eine andere Abweichung stellt sich als eine Beugung des Knies nach hinten oder überstreckt dar. Diese Bedingung wird recurvatum genannt wenn eine sichtbare diskrepanz im knie besteht, ist ein wichtiger faktor, der bei einer knieuntersuchung zu berücksichtigen ist, der zustand der bänder. die medizinischen und lateralen seitenbänder sind die inneren und äußeren kabelähnlichen strukturen, die das ober und unterschenkel verbinden. die vorderen und hinteren kreuzbänder verbinden oberschenkel und schienbein. Diese Strukturen bilden ein Kreuz und befinden sich in der Knieinnenseite näher an der Kniescheibe. Eine Verletzung der Seitenbänder kann bei einer Knieuntersuchung mit einem Valgus-Stress-Test untersucht werden. Dabei wird der Unterschenkel nach außen bewegt, während auf den Fußdruck ausgeübt wird, um zu sehen, ob sich der Knöchelbereich vom Körper wegbewegt. Beim Testen der Kreuzbänder wird eine Technik verwendet, die als Zugtest bezeichnet wird. Dies wird durch Biegen des Knies und Bewegen des Schienbeins oder des Schienbeins vor oder rückwärts durchgeführt. Viele Probleme, die bei einer Knieuntersuchung auftreten, können durch ein angemessenes Management der akuten Symptome und ein umfassendes Rehabilitationsprogramm behoben werden. Die Rehabilitation des Knies wird üblicherweise von einem Physiotherapeuten durchgeführt. Die Physiotherapie kann Schmerzprobleme und Bewegungsstörungen im Knie behandeln.